Hallo liebe Bewohner, es ist Sonntag, der 11. Februar 2024, 16.34 Uhr hier auf Isla Nuk. Hier nun das Neueste für heute. Wir haben jemand Neues auf unserer Insel, heißen wir Steve auf Isla Nuk, willkommen. Steve, ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es uns freut, dich hier zu haben. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Dankeschön. So, und damit hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons, Folge 103 mittlerweile. Absolut crazy, wie schnell die Zeit vergeht. So, wir wollen heute Felder und so anlegen. Maria hat uns was geschickt. Akademie ADSH, Rang S, InDesign-Tipp ist ebenso einfach wie effektiv Möbel der gleichen Farbe zu kombinieren, um ein attraktives und stimmiges Heim zu kreieren. Nuk Inc., 1000 Meilen, Nuks Meilenprogramm. Was habe ich gestern bestellt? Ich weiß es nicht mehr. Maria, Dinge mein Zuhause wie eine Bücherei aussehen lassen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Zwei Geschenke. Ah. Okay, das ist schon ein bisschen groß. Und Geschenk. Comiczeichner-Set. Sehr cool. Ein paar Dinge habe ich gestern wohl nicht mehr ins Lager geräumt. Okay, macht nichts. Das Volleyball-Set, das können wir gleich nutzen. Wir machen jetzt wieder unseren typischen Rundgang. Und danach gibt's Sonderfolge heute mit dem Anpflanzen von verschiedenen Sachen. Müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Lass mich schnell schauen, ob ihr noch irgendwelche anderen Kostüme habt für morgen. Morgen ist Fasching hier bei Animal Crossing. Königswams? Oh, fancy shit. Ja doch, nehmen wir mal mit. Ich hätte auch so ungern, so super gern so ein Poncho. Ich glaube, den holen wir uns auch noch. Bomberjacke? Nee, die will ich nicht. Den holen wir uns auf jeden Fall. Koboldkostüm. Den nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, wie ich den schon habe. Ich glaube schon, bin mir gar nicht sicher. Passenden Schuh haben wir auch schon. Nehmen wir den Königswams noch mit. Ja. Nein. So. Irgendwelche Klamotten für März auch noch, was einerseits noch warm ist und andererseits schon ein bisschen sommerlich angehaucht ist. Deswegen finde ich den Poncho eigentlich gar nicht schlecht. So. Oh, Entschuldigung. Da war 11.000. Krasser Shit. 11.000 ist eine heftige Anzahl. Okay. Weiter geht unsere Reise. Mir ist aufgefallen, dass wir hier auch noch was verändern müssen, weil ich würde halt schon gerne eigentlich hier mit reinschauen können, aber mir ist da schon was eingefallen. Hallo? Mir ist da schon was eingefallen dazu.
Genau, so, nun ist unser Strandabschnitt hier jetzt wirklich mal fertig. Das schaut schon geil aus. Aber ich muss sagen, Strandabschnitt bin ich schon, da, auf den bin ich schon sehr stolz. Okay, sonst gibt es hier nichts. Wer ist zu Hause? Gerrit kam mir gerade entgegen. Fienchen und Max sind zu Hause, die müssen wir mal besuchen. Reden wir erst mit Gerrit, der uns hier entgegenläuft. Yoshino studiert in Zaras Garten. Ah, nee, Max ist nicht zu Hause. Auch nicht zu Hause, da brauchen wir noch eine Bank. Sind irgendwo unterwegs, okay. So. Die schaut nicht hässlich aus, aber sie taugt mir jetzt nicht. Vor allem, weil wir wenig haben, was ziegelsteinmäßig gebaut wurde. Ich dachte anfangs echt, wir könnten irgendwie so einen coolen Vergnügungspark bauen, aber das ist halt so pastellmäßig angehaucht, das ist nicht mehr schön. Okay. Natürlich nicht mehr Barstow, sondern der Kalmar. Ja, da müssen wir auch was ändern. Fienchen.
müssen wir auch noch anders gestalten. Ich habe noch keine Ahnung, was ich da genau machen will. Ich habe noch keine Ahnung, was das werden soll. Das schaut so gut aus, das Haus. Das ist eine richtige Strandhütte. Das ist ein richtig perfektes Grundstück für ihn. Wie geht's, Matze? Schön, dich zu sehen, Schnapp. Danke, dass du mich auf dem Campingplatz zum Umzug nach Isla Nuk animiert hast. Dann hat die Insel jetzt einen echten Star in Sachen Völkerball. Vielleicht hätten wir ihn auch irgendwo im Wald platzieren sollen. Aber sieht cool aus. Sieht cool aus. Horst. Das ist irgendwie chilliger Sonntag bei allen, kann das sein? Gartenstein. Okay, haben wir schon. Könnten wir Captain nachher wieder eine Bootstour machen? Okay. Dass wir eine zweite Werkbank aufstellen müssen. Hier. Ich glaube, das werden wir jetzt auch machen. Da musst du nicht mehr die ganze Zeit nach ganz links rüberlaufen. Ich bin ein bisschen nervig.
Gut, theoretisch, man könnte auch von allen Sachen zwei mitnehmen. Ja. Das ist ein bisschen weird. Eine Hundehütte herzustellen, während du einen Hund auf der Insel hast, ist ein bisschen weird. Aber gut, ist nur meine Meinung. So. Mein Gott, was fehlt uns für die Schaufel wieder? Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise, ehrlich. Ah. Jetzt schon wieder freigeschalten. Holzhacken 10-mal, okay.
Ich stehe immer noch bei 9000 Meilen. Das ist ein ziemlich geiles Gefühl. Nichts am Boden. So. Ach, stopp, wir brauchen sie noch mal. Hier haben wir noch ein paar Fossilien. So. Die wundervollen Naturstrände von Isla Nuk. Ein Fossil kommt noch, drei haben wir schon. Kurz gar nicht geschalten, dass er schon angebissen hatte. So. Und da ist unser letztes Fossil. Könnte ein Stör sein. Aber es ist ein Barsch. Was macht denn der im Salzwasser, Mann? Uff, das ist enttäuschend. Hallo, Max. So. Wir nähern uns dem Ende der heutigen ersten Folge. Okay, wir haben nichts davon, das heißt, wir haben alles schon. Okay. So viel sollte uns nicht mehr fehlen. Dino-Fußabdruck, das muss ich mir anschauen. Korpolit. Was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch?
da fehlt uns noch der rechte Flügel. Du bist fertig, ihr seid fertig. Na, hallo Zauber. Da hinten fehlt jetzt noch was. Das Vorderteil ist Pachycephalosaurus, okay. T-Rex. Velociraptor. Die haben wir auch. Brachiosaurus. Apatosaurus. Diplodocus. Tut mir leid. Ach, viel fehlt nicht mehr. Es sind einzelne Teile. Es sind zwei, haben wir jetzt gesehen, die uns noch fehlen. Das Mammut ist fertig. Der Säbelzahntiger ist fertig. Du bist fertig, der Riesenhirsch ist fertig und Darf ist fertig. Es fehlen nur noch zwei Teile. Quetzalcoatlus, rechter Flügel, und Pachycephalosaurus, das Vorderteil. Tja, gute Frage. So. Schlaf weiter, Eugen. So. Schildkröte. Ein Haufen Scheiße. Den Dino-Fußabdruck behalten wir mal. Der Rest darf gerne gehen. So, was haben wir hier heute zum Kaufen? Nix. Aber auch Rüben, die habe ich auch noch nicht gesehen bei uns. Laubbaum. Dino, Fußabdruck, Koprolit. Ihr dürft alle gehen. Ich glaube, ihr nicht. Wo bleibt da? Sollte uns, glaube ich, reichen, wenn ich das richtig gesehen habe. Dass wir den Kredit abbezahlen können. So, eine rausnehmen. So, noch mit 6. So, ich brauche nur 8. Wobei 24 an sich auch nicht schlecht sind.
Und wir schauen, dass wir von dem anderen Holz mal wieder was kriegen. Von dem, wo man die Schaufel machen kann. Müssen wir schauen, was wir noch im Lager haben. So. Was war jetzt in dem Geschenk drin? Ich habe schon vergessen. Okay. Dann nichts wie nach Hause. Ach, stopp, nichts wie nach Hause. Hier. Andere Richtung. Hier geht's rein. Kurz den Kredit abbezahlen. Und dann hoffentlich. Yay! So. Okay, Haus wird ausgebaut. Sehr schön. Alles ist gebombt. 700, ach sonst 58.000 waren es, glaube ich. Das ist natürlich jetzt was, wo man sparen kann. Wenn man die Rüben natürlich kaufen könnte, wird es vielleicht nochmal schneller gehen. Dazu muss man aber die Leute erstmal finden, die hier Rüben verscherbeln. So. Nachdem wir diese Leute nicht finden. Sehr schön. Unser Haus wird ausgebaut. Ich glaube, dann können wir auch die Fassade und so endlich ändern. Bedeutet für uns natürlich jetzt, wir sind zu Hause. Ins Lager. Wir kriegen da drüben jetzt noch einen Raum dazu. Ins Lager. Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt demnächst auch Einrichtungen herstellen dürfen. Jetzt pass mal auf. Wir brauchen natürlich eine Küche und so weiter. Schauen wir mal kurz nach unten. Aber wir haben doch schon einiges. Das ist schon gut so. Wir haben nichts doppelt. Sehr schön. Von den Ausstellungsstücken haben wir nichts doppelt. Das ist gut. Die KK-Wand, die wird auch noch nice. So, wir haben viel Stein, wir haben viel Eisen. Wir haben richtig viel Stein, by the way. Aber davon haben wir fast nichts, siehst du? Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir die nächsten Tage fett Holz hacken gehen dürfen und so. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt ciao und vor, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis deine Tschüssikowski.